Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück bei Minecraft auf der PlayStation 4. Minecraft Chaos, ich vergesse es jedes Mal. Ich habe mir gerade mal meinen super Ofen gebaut, in dem hier oben mein ganzes Stein drinne lagert. Hier meine Kohle. Dass alles immer schön hier reinläuft. Und unten in der Kiste, dass ich dann... Warte. Hier unten in der Kiste immer mein fertiges Stein drinne habe. Der super Ofen wird später auch in der Schmiede eingesetzt, weil ihr seht, läuft immer durch, kommt immer gleich sofort unten in die Kiste rein. Oder gleich. Und landet gleich mal hier unten drin. Ich brauche nämlich gleich sehr viel Stein. Und ach, hier ist mal alles voll. Ah, ich habe immer so viel Gedöns und Müll hier drin. Ich brauche mal... Ja, das ist... Das dauert aber wieder alles so lange. Ah, 12 Stück. Ich muss nämlich außen rum nämlich noch Stein setzen. Da gucken wir mal. Hier wollte ich das, glaube ich, hier. Dass ich hier die Tür habe. Meinst du, soll ich so tun? Ich überlege. Ja, komm. Bauen wir erstmal außen rum, denke ich mal. Müssen wir nochmal genau durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Warte mal. Nee, genau. Baue ich hier außen. Also um den Stein außen rum. Das soll ja auch halbwegs rund werden. Ja, das ist schon der Stein alle. Muss ich halt immer hier nachholen. Oh. Das wird doch nichts. Scheibenkleister. Ja, das kann sich jetzt nur noch um Jahrhunderte handeln. Aber ich kann ja schon mal. Warum mache ich das? Ich habe eine Idee. Wir machen das mal. Mache ich unten halt die normalen Steine. Also unten mache ich die. Und setze oben drauf halt einfach die hier. Oder? Dann dauert der Müll nicht ganz so lange. Dann mache ich erstmal. Mache ich das wie bei den anderen Häusern auch. Das sieht ja auch ganz schick aus. Mache ich hier bloß ein bisschen andersrum, ist ja wurscht. Hauptsache oben. Oh, da muss ich wieder so viel Leben sammeln gehen. Das gibt's nicht. Eins, zwei, die muss ich noch höher bauen. Jetzt mal Dreck hier unten nehmen. Das kann ich am leichtesten abbauen. So. Ich müsste höher. 4, 5, 9. Dann habe ich das halt hier in dem Eingangsbereich so. Also hier soll ja die Mint... Aua! Achso, ich brauche Essen. Ja, ist doch gut jetzt. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Gut. Halbwegs wieder vollgefressen. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Da müsste noch eine Reihe oben drauf. Kann ich jedenfalls gleich... Ach, die scheiß Pflanze war davor. Mach ich noch eine Reihe oben drauf. In der Zeit müsste das da hinten schon mal ein bisschen nachproduziert werden. So. Zeige ich dem Noisy mal, wie man eine Windmühle baut. Ja, so ungefähr kommt das hin. Ich guck mal, was hier unten schon wieder drin ist. 14 Stück, ey, das gibt's doch nicht. So, hier haben wir insgesamt 16. 2. Da. Nein! Das ist wieder reinste Konzentrationssache hier. Und da ich im Konzentrieren ja nicht allzu gut bin. Genau. So kann ich das tun. Mache ich hier wieder die normalen Steinchen drauf. Von der Höhe. Ja, komm, so funktioniert das. Machen wir auch so. 1, 2, 3, 4. Au! Aua!
Wie haben die das damals im Mittelalter gemacht? Ah! Die haben sich alle mal die Beine gebrochen, wo sie sowas gebaut haben. Fensterboy, später unten rein. Gucken wir, was wir hier wieder drin haben. 7. Nehme ich mir oben noch ein Stack raus. Und bastel mal ein bisschen weiter. Ach, Mann, ey, das ist... Warum kann man das dann nicht schneller produzieren? Da liegt Bäumchen! Bäumchen! Setzlinge! So. Ich weiß, das ist jetzt so eine langwierige Aufgabe hier. Könnt ihr euch ja... Nein, jetzt habe ich die da hingesetzt. Total unkonzentriert hier. So, nochmal. Zack, zack. 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 Plopp. Ach, na prima. Was Besseres ist euch nicht eingefallen, ne? Scheiß Regen. 2, 3, 4. Au! Au! Wenn ihr euch wundert, warum ich... Da kann man eben spät. Warum ich keinen Fallschaden bekomme? Ich habe Federfall. Das geht irgendwie nur auf meine Ausrüstung gerade drauf. Und die kann ich ja, aua, mit genügend Diamanten später reparieren. So. Alter. Müsst ihr euch erstmal vorstellen, Mittelalter, da sind tausende von Leuten einfach nur draufgegangen, weil sie irgendwas was bauen wollten und immer runtergefallen sind. Gut. Genug jetzt mit dem Spaß. Ich nehme trotzdem noch ein bisschen Steine raus. Ich brauche mich später noch. Alter, ich brauche noch so viel Lehm. Ich bin aber immer zu faul, Lehm zu suchen. Bei Regen kommen sie auch raus. Ja, Skyer. Sorry. Oh. So, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach, verdammt. Muss ich besser abteilen? Nein. Klappt immer nicht so, oder? Jetzt. Ach. 1, 2, 3, 4. Gut. Habe ich schon mal halbwegs das Grundgerüst. Muss ich mal überlegen. Aber Headset sitzt gerade schief im Kopf. Oh, ich krieg wieder so viele Kommentare hier. Sorry, ich lese nebenbei ab und zu mal Kommentare. Die werde ich aber jetzt nicht kommentieren, keine Sorge. Und ich brauche jetzt innen. Innen brauche ich jetzt Holz. Ich schmeiß mal ganz kurz oben rein. Das brauchen wir später sowieso alles hier. Kann ja in der Zeit weiterlaufen. Ich muss mal reingucken jetzt. Das bräuchte ich genau neben diesen Fenster. Ja, die mache ich hier rein. Fenster kommt hier schöner. Kann ich ja vielleicht noch außenrum den Rahmen setzen, wie bei der Tür. Ja, passt. Dann müsste ich hier hochziehen. Ich mache erstmal nur einen höher. Ah, müsste das gleiche, glaube ich, hier tun. Oder? Ich guck mal, prüfe das. 2, 3, 4. Ja, genau neben den Fenstern mache ich die Dinger hier hoch. Mensch, die Ausrüstung ist danach eh im Arsch, wenn ich das Ding gebaut habe. Oh, da brauche ich ja auch so viel Holz. Aber ein Glück haben wir da genug gesammelt, ey. Da bin ich ja ein Glück overstuffed. Aber es wird, denke ich mal, eine Menge Holz. Also ich mit 12 Stacks Holz rechne ich im Allgemeinen. Ich muss mal ganz kurz auf meine Vita gucken, ob das so richtig ist. Jo. Genau. So wollte ich das haben. Jetzt baue ich mir noch gleich mal... Die Treppchen brauche ich gleich, damit ich hier oben ein bisschen weiter bauen kann. Ich hole mir nochmal Holz. Oh, jetzt gehen aber doch langsam die Leben echt rapide runter.
Nehme ich mal ein paar Steaks mit hier. Essen haben wir noch ein bisschen. Pfeife mal ganz kurz was rein. Mensch, der Regen könnte aufhören, das nervt. Wie komme ich da hoch? Komm, ich mache mir erstmal hier aus Dreck ein bisschen was Leitermäßiges hoch, also Treppenmäßiges. Das können wir ja später wegmachen. Ich brauche es ja bloß als Geländer. Und jetzt müsste ich mir Zwischenstufen bauen. Also ich brauche eine Decke oben drin. Wie mache ich denn das am besten? Wenn ich... Ja, komm, ich setze da oben einfach mal ein paar Steine zwischen. Nehme ich mir noch ein paar raus. Mache da Stufen draus. Ich mache da jetzt vorsichtshalber ein paar mehr. Komm, der Rest kann durchlaufen. Ich glaube, oben brauche ich nicht mal allzu viel. Und mache das jetzt hier erstmal zu. Die habe ich bloß ein bisschen höher gebaut, dass ich den Ansatz später sehe. So. Kann ich vielleicht noch irgendwie Zwischenpfeiler und so setzen und so weiter und so fort. Die Arbeit. Wie gesagt, also... Manche werden sich wundern, hey, warum fliegst du nicht? Du hast doch Horst-Optionen. Ehrlich gesagt, fürs Let's Play, wenn ich irgendwas baue oder so, fliegen ist da nicht so mein Ding. Ich mache das lieber so, ich finde es schöner. Bloß wenn ich die Welt erkunde, zum Beispiel wenn andere da drauf sind, um die Bauwerke von anderen anzuschauen, dann setze ich doch Fliegen ein. Aber so, wenn ich selber was mache hier, dann brauche ich es eigentlich nicht. Und ich finde das so auch viel spaßiger. So. Habt ihr es gesehen, ich bin ein halbes Deck weg und ich bin eine Runde hier gegangen. So. Hier habe ich mir ein Stück höher gelassen, damit ich das nachher sehen kann. Na! Muss ich aufpassen und draufschlagen, die Spitzaxt, die Hacke hier, die macht ganz schön Schaden. Dann brauche ich bloß einmal kurz draufklicken und schon ist das ganze Gedöns weg. Wie sieht das denn nachher gut aus? Ich muss unten noch Tut mir leid, ich habe irgendwie immer noch Husten. Damit ich... Ist hier irgendwie Luft? Ja, ich muss mal... Da könnte ich ausrasten hier. So. Da könnte ich alles gegen die Wand schmeißen. Oh, der Husten macht mich wahnsinnig. Ah, da oben Steinchen. Ja, unten ausleuchten, damit das Viehzeug nicht drin rumwandert. Sonst habe ich immer das Problem. Mann, sei lieb zu mir, Minecraft. So. Habe ich das Viehzeug nämlich unten drin. Und wenn da ein Creeper... Ihr habt es gesehen, er war kurz oben dran, hat sich dann auf einmal nach unten gesetzt. Ich glaube, das Spiel will mich einfach nur ärgern. So. Jetzt bitte funktionier. Ich hoffe, das sieht nachher gut aus. Ich weiß, die Mühle wird ziemlich groß. Aber wenn es nachher, wenn es nachher sieht, in der Relation zu den Häusern, dürfte das eigentlich... Ihr habt es gesehen jetzt. Ihr habt es gesehen. Der war kurz oben und ist dann wieder runtergegangen. Der will mich, einfach nur verarschen. So, gleich habe ich es geschafft. Ich dachte, er hat sich wieder runtergesetzt, hat sich angehört. Gleich habe ich es geschafft. Gleich. Oh, endlich. Gut. Alter, die wird schön groß. Es wird eine super Mühle. Wenn wir schon einen super Ofen haben, kommt auch eine super Mühle hin. Inneneinrichtungstechnisch können wir eigentlich auch mal ein bisschen was machen. Ich mach
noch mal ein bisschen Holz zurück. So viel haben wir jetzt nicht gebraucht. Ich denke mal, aber ich brauche später noch einiges. Kann das schon mal... Hinten streunert der blöde Wolf noch rum. Arschgesicht. So, gucken wir mal. Ich habe mir eigentlich vorgenommen... Moment. Ich brauche mal die Fackelchen. Die Fackeln setze ich mal schon mal hier ran. Achso. Jetzt habe ich die Schippe draußen lassen. Nein, wir brauchen dann die Schaufel. Ich muss mal ganz kurz auf die Elgato gucken. So. Ich weiß, wir haben schon wieder 15 Minuten erreicht. Hey, wo ist mein Spaten hin? Ach, da. Aber ich will zumindest jetzt den Innenraum noch schaffen, schnell. Oh, der Upload, der wird wieder sowas von ewig dauern. Oben können wir gleich noch eine reinsetzen. Moment. Und dann haben wir auch gleich schon mal die erste Etage geschafft. Ja, komm, passt. Jetzt schon mal ein paar Kisten hier rein. Wenn ihr euch denkt, Hilfe für das jetzt. Werdet ihr alle schon sehen, werdet ihr alle schon sehen. Es wird nachher richtig cool. Gut, innenraumtechnisch sind wir schon mal ein bisschen fortgeschritten. Machen wir ein Folgenpäuschen. Morgen baue ich oben drum weiter. Ich freue mich schon drauf, wenn das Ding fertig ist. Wow. Gut, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Und hoffentlich schaut ihr morgen wieder rein, wenn es hier weitergeht an meiner schönen Windmühle. Bis dahin, ciao, macht's gut.